Sieht man das irgendwo? Uff. Danke. Man ist so schön, um die so an die Seite zu stellen. Ja. Dann kommst du aber woanders hin. So. Kann ich dich da draufstellen? Nein. Schade. Oh, da sehe ich, wie viel... Das mindestens... Also, vielleicht ein Zehntel Angriff von so einer Statue. Gut. Es hat jetzt nicht so viel gebracht. Aber war ja nur eins mehr. Aua. Ich wurde schon wieder gehackstückelt. Ja, jetzt besuchen. Auch zu Ikea. Ja. Let's go. Wow. Dann hier. Die sind hier alle so gemein. Hey, hallo? Oh, nö. Ich kann es nicht abbrechen, wenn die da einmal drin ist. Zwei auf einmal von diesen Kackbratzen ist aber auch, also, anders wild. Da, ich kann das nicht abbrechen, das ist nervig. Oh. Ich darf nur einmal zuhauen. Also nur einzeln zuhauen. Obwohl, bei der geht. Ich sag euch, wir werden keine Freunde. Ach ja, ich muss ja jetzt auch Ferit ganz viel mitnehmen, ne? IKEA-Aufbausimulator. Was viel zu frustrierend ist. Der Farming-Simulator ist schon so realistisch, dass er teilweise sehr frustrierend sein kann. Aber überlegt ihr mal der IKEA-Aufbausimulator. Uiuiui. Das hat aber dann keinen Spaß mehr. Ich gehe eins weiter. Das hier irgendwie. Fehlen da noch Teile. Hartmut. Cello? Bist du ein Cello? Ich glaube, du bist ein Cello. Hör auf! Oh ja, das ist ein Cello. Oh ja, das ist ein Cello. Das hört man aber ganz gut. Bitte nicht angreifen. Nur zugucken. Nicht Aua machen. Oh, als erstes die Spitzhacke aufwerten. Oh. Und dann hier einfach durchschnetzeln. Und das Gras würde ich gerne mitnehmen. Das brauche ich auch ganz viel, dieses Rosenquarz. Hä? Alle sind gemein. Drei Schrauben übrig haben, ist in Ordnung. Das macht man so. Oh! Oh! Du dumme Drecks... Tulpe.
Wir gehen in ein anderes Stockwerk. Achso, wir sind... Achso, das war Ausgang. Haha, anderes Stockwerk. Ich gehe einfach raus. Easy. Wir gehen an den Anfang. Ich frage eigentlich nur Ferit gerade. Hier tut ihr mir noch nichts. Ihr müsst jetzt gar nicht so bedrohlich gucken. Kein Mensch glaubt euch, dass ihr bedrohlich seid. Also ich brauche 30 nur für die Spitzhacke. Fast. Haha. Ich würde die Ferite mitnehmen. Hm? Ich glaube, die haben hier nicht so eine Gastfreundschaftsmentalität. Ich glaube, die sind da nicht so. Hallo? Ich brauche mehr Eisen. Ferit, meine ich. Oh nein. Hallo? Bitte nicht weglaufen. Ich bin fast tot. Das wäre unfair. Dass auch nur zwei drin sind. Kann sein, dass es mehr wird, wenn ich die Spitzhacke besser mache. Ich habe das Gefühl, waren nicht sonst immer vier in jedem Ding drin? Wer verriet dir mein Geheimnis? Gott! Können wir... Danke. Danke. Dreißig, sehr gut. Die Spitzhacke ist erstmal das Wichtigste. Alles andere kommt mit der Zeit. Oder sollte ich auch mitnehmen? Vertraut mir, Kohle! Kann man nie genug haben. Okay, ich nehme einen Trank. Ich nehme... Au! Alter, du... Oh, ist das nervig. Oh, komm... Hallo! Es reicht jetzt. Ich glaube, ich kann es mir erstmal einfach ignorieren. Ich meine, es ist ja eh fast. Geht das Ferit, das Miasma höher? Ja. Naja, gut. Dann werde ich halt raus komplimentiert. Kriege ich bitte den Stein aber noch? Eins, zwei, drei, vier! Oh Gott, ich hab's noch gekriegt. Easy. Und dann werden wir nach Hause teleportiert. Ich esse in der Zeit eine Erdbeerze. Oh. Zwei Dates! Ich habe ein Taxi bestellt. So fühlt sich das ein bisschen an. Diese Dating-Sache. Wegen dieser Dating-Sache. Du hast mich neugierig gemacht. Triffst du mich am Strand? Oder auch nicht? Du entscheidest. Ein gemeinsames Geheimnis. Ich besinne mich seit einiger Zeit auf unsere Gespräche. Du bist klüger, als du vorzugeben scheinst. Es gibt da etwas, das ich dir zeigen möchte. Erika. Das sind deutsche Erdbeeren. Deutsche Erdbeeren. Von deutschen Landwirten. Ja, ja.
So, die muss ich pflücken. Nein, aber die sind nicht importiert. Was sehr gut für den ökologischen Fußabdruck ist. Ja, ja. Außerdem müssen wir unsere deutschen Landwirte unterstützen. Ja. Save the German Landwirt. Yes, we can. Ich habe keine Fußabdrücke auf meinen Erdbeeren. Und wen juckt's, was du willst? Du isst gefälligst, was auf den Tisch kommt. Ey, Chat so verwöhnt heute. Nur, ich will aber nicht. Aber ich will das und das. Eieiei. Make Landwirtschaft great again. Ja, klar. Wo ist mein Schnuffelpuffel? Die hat ein Laufband, glaube ich. Hallo. Grundzutaten. Nee, Laubbar, die brauche ich. Danke. Wir gehen auf ein Date. Hey, wie läuft's denn so, du Heldin? Oh, du meinst mich? In letzter Zeit war ich ein bisschen schwermütig. Ich habe ein altes Buch über Schiffskatastrophen gefunden und das hat mich ziemlich aufgewühlt. Stell dir nur vor, die kalten, dunklen Tiefen des Meeres, die sich wie ein unendliches, wässriges Grab ausdehnen. Willst du mich etwa aufmuntern? Danke, aber ich komme schon klar. Was ich fühle, muss nicht geheilt werden. Manchmal mag ich es einfach, melancholisch zu sein. Magst du es nicht auch, einfach nur herumzusitzen und nachzudenken? Ach wirklich? Hast du Lust, das jetzt gleich auszuprobieren? Na gut, schau einfach aufs Meer hinaus und atme die Meeresluft ein. Stell dir vor, all die verlorenen Dinge, die auf dem Meeresgrund schlummern. Du spürst es jetzt, oder? Was fühlst du? Ha, du bist einfach zu heiter, aber danke, dass du dich getraut hast. Ich finde es ein bisschen komisch, dass mein Charakter nie antwortet. Und wie hat dir dieses Date gefallen? Das war ein Date? Toll, war super. Die ist immer noch nur interessiert. Also irgendwie, Namaschall und ich, wir sind irgendwie, das funktioniert besser. Wir haben eine Farm und keine Zeit. Ja! Nein, die bekommen fürs Helden trotzdem keinen. Okay, was willst du? Nee, Zitrin gibt's nicht. Wir wurden nicht beleidigt. Ja, aber also sie ist halt immer nur von sich selbst reden. Oh, schön. Oh, sei gegrüßt, hübsche Lunalia. Wow. Warum sind seine Flügel so schön und meine so hässlich? Steif wie ein Stock? Ich weiß nicht, was du damit meinst. Ich schon. Ich weiß nicht, was du damit meinst. So bin ich immer. Na gut, ich fürchte, du kennst mich jetzt etwas zu gut. Ich möchte dir etwas geben. Aber bitte schau mich nicht direkt an, während ich es vorlese. Wasser fließt, Wasser fällt, immer anders, immer gleich. Die Zeit fließt, die Zeit steht, egal ob hier oder im Feenreich. Warum sollte ich den Strom aufhalten? Er will doch zum Meer. Und warum sollte ich mich aufhalten? Ich will endlich mehr. Was? Mein Geheimnis ist gelüftet. Ich schreibe Gedichte. Ach echt? Du nennst mich die ganze Zeit Muse. Was sollst du sonst schreiben? Thriller-Romane? Ha, danke. Ich wünschte nur, meine Familie würde das auch so sehen. Sie waren gnadenlos. Poesie sei unter unserem Stand. Sie zwangen mich zu stundenlangem Benimmunterricht, damit ich wieder vornehm wirke. Ich dachte, Poesie ist so vornehm. Meine Aufgabe war es, den guten Namen unserer Familie in Azoria wiederherzustellen. Und da es mir nicht gelungen ist, musste ich wenigstens heiraten. Daher das Angebot. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde mich nicht mehr von den Worten anderer beeinflussen lassen und ich werde mich nicht mehr wie ein Tölpel aufführen. Ich sollte mich nicht schämen, anders zu sein, wie du schon sagtest. Wenn überhaupt, dann möchte ich dich um Vergebung bitten, dafür, dass ich dich in diese schäbigen Familienangelegenheiten hineingezogen habe. Das war gemein und ich entschuldige mich dafür. Nun, das wäre geklärt. Wenn du willst, lasse ich dich jetzt in Ruhe. Du willst das nicht?
Teil von Zwangs... Nee, nee, der hat ja gesagt, macht er nicht mehr. Kalt, warm, warm, kalt. Hallöchen. Auch das Profane kann schön... Er macht's immer noch. Okay, er redet immer noch nur Schwachsinn. Okay. Was wäre denn sinnvoll? Ach ja, meine Ferritbarren. Meine schönen Ferritbarren. Die sind immer noch nicht fertig. Ich hatte zwei Dates in der Zeit. Genau, die Tiere wären noch gut. Wir sind fast in der Mitte, also fast auf der Mitte von unserem Ziel angekommen, von den Minen. Habt ihr noch genug Futter? So. Wer ist gleich, Sebi? Zweimal Speed-Dating reicht halt nicht. Nee, offensichtlich nicht. Bertha? Du bist auch noch dran. Sehr gut. Hier fliegen. Hallo, Anubis. Hier, bitte. Ich würde gern kurz zu Drack gucken. Wir müssen eh... Also, ich glaube, Drack ist eh nicht so weit entfernt von Zinder. Hier. Okay, also Zinder und Drack. Drack müsste hier irgendwo drüben sein, oder? Ja. Was hier für eine... Was für eine Quest habe ich denn abgeschlossen? Ach so, die Einrichtungsquest, ne? Aspen? Hallo. Da die Strudel. Achso, nee, hier. Du hast deine behaglichen Möbel ausprobiert. Dufte. Ab jetzt wirst du jeden Morgen aufstehen und voller Tatendrang in den neuen Tag starten. Stelle weiter behagliche Möbel her. Dann machst du mir im Schreinern bald Konkurrenz. Ha. Ah, da bist du ja, was? Okay, tschüss. Drack. Drack, Schmack. Zack. Tick-Tack. Ist er hier? Ja. Meine Kröte. Hä, das ist ja gar nicht... Drack, wo bist du? Drack! Zeige dich! Ah. Hallo. Wir sind Freunde. Was kriege ich dafür? Kleiner Mana-Trank. Nee. Wir gehen zu Zinder. Rums. wo ist sie nochmal? Hier? Hier. Gib mir meine Spitzhacke, bitte. Sehr gut. Oh mein Gott, das kostet voll viel. Wir brauchen Geld, Chat. Und ich brauche Inventarplatz. Upsi. Hm? Ah. Ich habe einen herzhaften Salat bekommen. Krass, oder? Mann, ich habe Hunger auf Pommes. Sternchen, Hexe, Schreinwerf, Sternchen, hier Lunali 1B. Danke. Dankeschön für die 100 Bits. Dankeschön, Lurker. Ja, Zinder. Die ist aber auch auf Tinder. Ja, ja. So, ich brauche mehr Essen. Nee. Ups.
hacken wir denn mal? Vielleicht die Karotten. Die Blaubeeren. Das muss jetzt reichen. Ich brauche Essen. Salat, Gemüse. Drei davon. Das da. Beerensalat. Herzhafter Salat ist sehr gut. Aber das dauert alles. Gott, wir kommen nie weg. Wir kommen niemals weg hier. Hat Pommes zu Hause gleich herzhafter Salat? Was? Verwirr mich nicht! Ja, bitte, bitte spendet. Wir brauchen 1500 für das nächste Utensil. Das Werkzeug meine ich. Im herzhaften Salat ist Salatherzen. Salatherzen, richtig. Ja. Komm, das reicht schon. Let's go. Ich habe drei Tränke und nur einen davon. Oh Gott. Okay. Okay, ich habe genug. Alles fein. Glitzerlipelle. Mann! Ich hab doch jetzt Dingsbums. Oh, habe ich eigentlich nach dir schon geguckt, Bertha? Ja. Hallo, Doktimi. Wie bekomme ich die Scheune? Du musst... Du musst, glaube ich, genug mit den kleinen Tieren machen und dann schaltest du die frei. Du musst das Level erhöhen. Glaube ich, war's. Also ich habe sie von selbst irgendwie freigeschaltet. Ich habe nichts aktiv gemacht. Sogar Cäsar. Ja. Oh, meine Augen brennen ein bisschen. So, hier. 11. Eigentlich können wir auch gar nicht versuchen, Progress zu machen, sondern eher darauf gehen, Geld zu verdienen, damit wir dann schneller Progress machen. Entschuldigung, ich müsste hier mal ganz wichtig... Ich habe ein ganz wichtiges Meeting, auf das ich muss... Oh, ich habe vergessen, Trank zu nehmen. So, hier. Wo ist denn der Ausgang? Entschuldigung. Entschuldigung, wo geht's denn hier lang? Ach, jetzt kann ich Silbererz. Oh, nur noch zweimal für Ferit. Und ich krieg drei raus. Sehr gut. Entschuldigung. Das Finanzamt um die Ecke. Nee, nee, nicht hier. Das, also, ich hab da Wege. Entdeckt. Nein! Aua! Nein! Och, nicht alle auf mich! Aua! Jetzt hört auf zu mobben. Es reicht jetzt! Ruhe! Also irgendwie ist das so buggy geworden alles. Ich weiß auch nicht. Sie hat gerade den Zauberstab nicht in der Hand gehabt, sondern die Spitzhacke und hat dann einfach... ohne was in der Hand zu haben, so rumgewirbelt, als hätte ich angreifen gedrückt. Ich bin sehr verwirrt manchmal. Hallo, Freunde!
Oh nein, nicht noch eine. Reicht jetzt. Ich hasse euch. Wirklich. Verwirrt, wenn ich morgens aufstehe und in den Spiegel schaue. Das kenne ich. Hä, das bin gar nicht ich. So hässlich bin ich nicht. Silbersiegel. Boah, ich hätte es machen können. Ich habe es nicht gemacht. Ich hätte mir Zeit gespart. Oh mein Gott. Das sieht nach keiner schönen Ebene aus. Hallo, alle. Ah! Alle einmal mitkommen. Oh mein Gott, die macht Tick-Tack. Wenn sie so lacht, macht sie mir manchmal wirklich Angst. Rosenquarz. Das heißt, ab jetzt braucht... Manchmal flimmert das Bild. Ist aber erst mit den 4K entstanden. Oh nein. Nein, das ist meins. Aui. So. Oh, okay, okay, alles gut, wir kriegen das hin. Ermahnung gefunden. Ja, bitte gegen die Statuen. Die haben das verdient. Kann ich eigentlich zurückporten? Nee. Schade. Hm. Oh nein, nicht heilen. Wir gehen. Keine Lust. Das ist mir zu aggressiv. Wir gehen jetzt wieder rein, aber am Anfang nur Ferit kloppen wieder. Wir haben Silber, wir haben Zeug. Easy. Mit einem Schlag hatte ich das gerade. Wow. Deswegen, es war eigentlich ganz schlau, dass wir erst nur die Spitzhacke gemacht haben. Ich meine, ging auch nicht anders, aber... Weil jetzt bekommen wir mehr raus. Wäre viel doofer gewesen, wenn wir erst gefarmt hätten. Okay. Leider gibt es hier nicht so viel. Tut mir nichts. Oh nein, da ist ein Buch und noch ein Buch. Danke, Vanitas, für den Stream. Danke, Vanitas, für den Stream. Danke für den Raid. Hallo, ihr Lieben. Was gab's Schönes bei euch? Wie war euer Stream? Hallo. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und dann wollte ich gar nicht nehmen. Gut, ich habe jetzt beides genommen. Hallo, liebe Raider. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Nachmittagabend. Und habt irgendwas Feines gemacht. Au! Starfield.
Sehr gut. Ich hoffe, ihr habt die Weiten des Universums erforscht. Und hallo, Vanitas. Profi-Gamer, sehr schön. Und hallo, Mr. Stimmung. Nein, du zwingst mich jetzt nicht ins Bett zu gehen. Wie viel haben wir? 40, das heißt ein Ding nur mehr. Blöd. Aber was soll man machen? Die gönnen einfach nicht. In den Gassen von Neon, das Gefühl für Stunden. Ja, das fühle ich ein bisschen. Neon war ich auch schon. Also Neon bin ich noch. Weil ich habe seitdem nicht gespielt, aber ja, verstehe ich. Hier sieht es nicht aus, als ob da Gegner wären. Sehr gut. Jetzt will ich es. Ja, Starfield ist ja auch gar nicht so, dass immer irgendwie so Vamps, was passieren muss. Das ist ja eher so ein. Also, es kann sein, es muss aber nicht. Kann auch sehr entspannt sein. Sieben Stück. Das heißt, ich kann doch zwei Werkzeuge. Axt und Sense. Und hiervon mache ich fünf. Zwei könnte ich von den Froschschweiß. Ich meine, es regnet. Müsste jetzt nicht hier überall irgendwo ein Frosch rumhüpfen. Wir müssen Frösche sammeln, Leute. Die nehme ich auch mit. Lass dir schmecken, Vanitas. Guten Hunger und nochmal vielen Dank für den Raid. Cocktails war alle klar, immer. Oh, ich will echt endlich mal den Barkeeper-Simulator. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Aber den habe ich seit Ewigkeiten auf der Wunschliste. Ich glaube, seit letzten Jahr Valentinstag oder so? Nee, seit irgendwann letztem Jahr. Ich glaub, es war nach Valentinstag. Deswegen haben wir den so lange nicht gespielt. Irgendwie, der sah so lustig aus. Aber es könnte auch sein, dass der viel zu ernst wieder. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass er sich selbst viel zu ernst nimmt. So Farming Simulator ist halt auch so. Es ist cool und so. Drei auf einen Streich. Aber. So viel. Bringst du uns alle. Ich hätte echt mal wieder Lust auf so einen schönen Simulator. Ja, ich weiß nur nicht. Was war der letzte, den wir gespielt haben? Wir haben irgendwas nach Contraband noch gespielt. Oder? Oder? Gab's da nicht noch was? Bin ich völlig Banane? Bilde ich mir es ein? Habe ich mit dem anderen Chat was gespielt? Mit dem spiele ich ja jetzt nicht mehr. Sind wir jetzt irgendwann mal... Wir daten einfach niemals. Ist in Ordnung. Mit dem Burgerladen. Was ist ein anderer? Ja, klar. Ach, ich habe ja kein Geld. Ha, da war ja was. Haha, ich brauche ja Geld zum Upgraden. Ich glaube, wir gehen mal in die Mine hier. Na, von Parasocial. Der andere Chat. Der, den ich dann nicht mehr mochte. Aus Gründen. Uäh.
der andere Gender bin ich gegönnt. Nee, der war. Wir haben uns auseinandergelebt. Das war nicht mehr so. Ich gehe auf Ebene 20. Kaffee-Owner. Nee, ich glaube wirklich, dass ich mir irgendwas eingebildet habe. Schlaf und Misterstimmung. Und schön, dass du noch mitgekommen bist. Haben wir echt keinen? Oh, Paper Bride müssen wir auch weiterspielen. Ich muss die Zeit ausnutzen, bis nicht mehr geht. Bis der böse Oktober kommt, wisst ihr? Das Art Game im Café. Das kann sein, dass mich das durcheinander bringt. Paper Bride. Nee, nicht breit. Nicht breit. Die Ehefrau. Also die künftige. Kebabladen. Den gibt's bestimmt schon, oder? Oh nein, da muss ich an die Statuen denken. Der ist verschwunden. Hä? Wo ist er hin? Betrug? Cheating? Chat, meldet ihn bitte. Oder das Büro? Nee, nach Contraband. Contraband war doch viel länger, oder? Wir brauchen echt mal wieder einen. Also wenn ich schon Chillers Art Game als Simulator sehe, weil wir so lange keinen Simulator gespielt haben, dann läuft was schief. Direkt gemeldet, danke. Ey, schlimm. Schreib schon Anzeige, sehr gut. Je mehr, desto besser. Je doller. Tala. Irgendwie, also heute. Ich verwirre mich selbst. Sind wir bald da? 24, okay. Hallo! Ja, na klar, danke. Es gibt ja sogar den... War das der? Den ich meinte. Den Gronk mal gespielt hat. Den ich bei ihm dann gesehen habe und deswegen nicht selbst gespielt habe. War das der? Oder wie hieß der? Da hat er... Nee, Falafel. Ich glaube, es war Falafel. Entschuldigung. Das ist jetzt natürlich blöd. Geld ist wichtiger. Geld ist wichtiger als Pflanzenfasern. Bitte tu mir nicht weh. Die Autobahn, genau der! Danke! Ich bin doch nicht komplett Banane. Chat, wie konnten wir den Autobahnsimulator mit Karl verpassen? Vergessen. Wie konntet ihr? Schämt euch! Den müssen wir auch mal weiterspielen. Ich will wissen, ob das wirklich auf Hochzeit oder so rausläuft. Action-RPG. Ja, Dark Souls kann halt einpacken, ne? Das war der falsche. Toll. Die hat mich einfach verunsichert. Ich war gerade fest überzeugt, dass ich Chillers Art als Simulator gesehen habe. So,
war gemein ein bisschen. Hm. Hä? Ach, hier war ich schon. Okay. Ja, gehen wir einfach raus. Ich glaube, das ist erstmal ein bisschen Geld, oder? Vor allem, wenn, dann muss ich eh nochmal neu rein. So viel ist da nicht mehr übrig geblieben, ne? Heim? Ich find's komisch, dass ich von Weststadt nicht nach oben nach Heim kann. Oder der ist hübsch. Der ist wirklich hübsch, aber das kann ich noch nicht. Amethyst geht schon, oder? So zwei. Hm, naja. Ich habe eine Zählschwäche. Sorry. Glaube ich. Dankeschön, Little Crazy Wolf, für den Raid. Dankeschön. Hallihallo. Hallihallo, hallihallo. Ach komm, wir machen den auch da rein. So. Zwei. Geschnüppeltes. Und jetzt müssen wir hier mal aufräumen. Du kommst rüber. Du kommst rüber. Du kommst rüber. Du kommst auch rüber. Du auch. Okay. Ferit. Oh, fertig. Dann gucken wir doch mal, wie viel Geld ich jetzt kriege. Das war nicht alles, oder? Hallo, der Crazy Wolf. Danke dir. Okay, ist noch am Ab. Oh Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon. Aber hübsch sieht's aus. Ich meine, so könnten wir uns nur eine Sache leisten. Was ist mit diesen... in der Nähe Setzlinge hervorbringen? Wo denn? Ich würde das mal... ups. Gib mir das mal. Ich würde das gerne mal umsetzen. Und das auch. Kann ich den auch umsetzen? Sehr gut. Schön. Warte. Doch dahin und du dahin. Vielleicht ist das nicht nah genug dafür. Ich hoffe, jetzt kommen Setzlinge irgendwann mal. Versandaufträge machen wegen Kohle. Ja! Und ganz ehrlich, das ist unter unserem Niveau, oder nicht? Wie viel kriege ich jetzt? Bitte stackt. Nee, ne. Oh. Okay, 2000. Alles gut. Wir gehen nur einmal durch die Mine und schon sind wir reich. Alles gut. Und wenn wir dann noch besser sind, dann können wir ja auch noch durch die andere Mine besser laufen und dadurch werden wir noch reicher. Ja. Das wird schon. Wir schaffen das. Wie einfach lassen sich jetzt diese Fische fangen? Hallo, Herr Frau Fisch? Hallo! Das ist nicht mal ein Glitzerfisch.
bin ein bisschen... Also, Boden der Tatsachen und so, wisst ihr? Ist auch kein Glitzerfisch. Du bist ein Glitzerfisch. Ich sehe nichts. Okay, das geht aber. Ich sehe nur nicht so viel. Hallo? Es hätte besser können, ja. Es ist ein bisschen underwhelming. Aber hey. Komm schon. Ich verschaue das Memo wegen der Angel noch nicht gelesen. Das erklärt einiges. Ich hoffe, das holen die nach. Sonst gibt's Azure. Wie lange noch? Oh. Komm schon, der Tag ist fast zu Ende. Ich brauche das Geld morgen. Obwohl, das reicht ja eigentlich. Ich hätte gern noch ein paar Frösche.